Der Hallensprecher sagt immer, Sitzen ist für den Arsch. Also wie ihr seht, ein Teil meiner Arbeit ist Tapen der Sprunggelenke, dass die Spieler sich nicht verletzen. Das sind noch meine Arbeitsbereiche, die Regenerationsbehandlung, Massagen. Die Baskets betreue ich seit 5-6 Jahren. In der Vorbereitung immer ein bisschen intensiver als während der Saison. In der Saison geht es vor allem darum, auch die Gesunderhaltung und Prävention. Konditionsdrill mit Basketball, Agilitätstraining, Sprinttraining. Da sind auf jeden Fall Schritte dabei. Und wenn die Full Court gehen, also das ganze Feld nutzen, auf- und ablaufen, da kommen auf jeden Fall Schritte zusammen. Das sind quasi die drei Säulen der Gesundheit. Also an denen musste man wirklich ganzheitlich arbeiten. Und das ist wichtig für den Alltag, aber auch für den Spitzensport. Also ich sage ganz ehrlich, einmal ist keinmal, mit zweimal kommt man gut zurecht und dreimal ist eigentlich optimal. Was drüber hinausgeht, das ist schon wieder fast ein bisschen viel. Ja, da gibt es so einiges. Ein Favorit von mir ist das sogenannte Miniband, das habe ich hier hinten. Ich habe es vorbereitet. So ein kleines Übungsgerät, was man in jeder Handtasche, in jeden Rucksack reinpacken kann und man kann dann ganz einfach mal Ausgleichsübungen zum Sitzen machen, um die Schultern zu zentrieren, also entgegen des Brustmuskels, der den Muskel nach vorne zieht. Also ich finde alles empfehlenswert, wo man seinen Fortschritt irgendwie dokumentieren kann. Es trägt auf jeden Fall zur Motivation bei, wenn man sieht, dass es vorwärts geht. Diese Apps ersetzen natürlich jetzt keinen Trainer oder den Trainingspartner. Ganz unterschiedlich. Also ein Teil ist natürlich so die Dosis, dann der nächste ist, wie geht man erwärmt oder welcher Bewegungserfahrung geht man in die Übung rein. Generell ist es so, wenn man irgendwas Neues macht, eine neue Übung, einen neuen Reiz setzt, dass fast jeder, auch ein Basketballprofi, der eine neue Übung macht, ist der wahrscheinlich Muskelkater bekommt. Aber das ist kein schlechtes Zeichen, das ist ein gutes Zeichen. Man soll keine Angst davor haben, Muskelkater zu bekommen. Das ist eher so eine Belohnung. Joggen, auslaufen, sich bewegen. Also erstens ist mal so, Gesundheit ist das Wichtigste. Und Fakt ist auch, wir haben nur einen Körper. Deswegen in diesen Körper zu investieren, ist auf jeden Fall eine gute Investition. Ob man das Ganze jetzt öffentlich oder im Internet irgendwie zur Schau stellen muss, das ist natürlich die andere Frage. Aber grundsätzlich finde ich das schon so, dass man sich damit beschäftigen sollte und auch Zeit damit verbringen sollte. Dann müssen wir nochmal eine Übung vormachen, dass die Leute... Meinst du die Lieblingsübung von euch? Ja. Das ist ja hier der Fluglotse, ne? Die Schultern vorzubereiten.